Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Wir melden uns nochmal in dem Thema Oliver Pocher, denn er hat mittlerweile ein Statement zu diesem Polizeieinsatz in Hattemholm gegeben. Das Ganze auf seinem Instagram-Kanal und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten und lassen das hier einmal für euch abspielen. Ja, in dem ganzen Vorfall erklärt er dann nochmal, was passiert ist und warum die Polizei angegriffen ist und seine Meinung natürlich zu diesem Polizeieinsatz, der uns auch nochmal interessiert hatte. Wir hatten das Ganze natürlich in unserem letzten Video etwas zitiert, aber hier geht Oliver Pocher dann nochmal selbst auf die ganzen Geschehnisse ein. Also viel Spaß beim Reinhören. So Leute, ich muss mal mit euch quatschen. Es ist wirklich was Unglaubliches passiert. Ich war heute in Hattemholm, wo ich mit Amira ja auch letzte Woche gespielt habe, unseren Podcast. Und weil Amira ja auch gerade für Vox auf Fehmarn dreht, habe ich gesagt, heute spielt Pietro. Und das gucke ich mir einfach mal an, weil das ist ja dann hier in der Nähe und da haben wir eine lustige Zeit. Ich zeige euch jetzt mal, wie die ganzen Sachen gelaufen sind. Dass das Ganze aber mit einem Polizeieinsatz enden sollte, das fand ich schon wirklich sensationell. Aber jetzt erstmal hier die Ausschnitte. Pietro, gute Laune, ole, ole, ole. Und dann kommt der Punkt, der zur Eskalation geführt hat. Doch dann bin ich ins Publikum gegangen und der Veranstalter, ja, Strandkorbkonzerte. Wir haben insgesamt, glaube ich, 25 Strandkorbkonzerte gespielt. Ich bin immer ins Publikum gegangen. Ich bin da einfach nur runtergegangen, hab auch sofort eine Ansage gemacht, bitte bleibt auf einem Platz, wir haben noch Corona und das Ganze drumherum. Ich mache das immer mit dem Q&A. Hat gesagt, ja, irgendwie, weiß ja, irgendwie, offiziell muss das ja sagen, dass man es nicht unbedingt machen soll, aber wir sind momentan bei Schleswig-Holstein, Inzidenz 35 oder so. Hier sind ist keine Maskenpflicht mehr, es ist alles irgendwie relativ entspannt. Und wenn ich 0,3 Sekunden da mal einfach da unten bin und einmal den Leuten sage, winke, winke, wenn man ein bisschen hier dran ist, dann wird da schon nichts passieren. Plus, dass ja sowieso in zwei Tagen dieses Strandkorb-Ding beendet wird. Hier nochmal ganz kurz ein kurzer Ausschnitt aus der Szene. Wow, echte Mensch, bleib auf einem Platz, Corona-Regel. Bleib auf einem Platz. Und diese Szene führte dazu, dass der Veranstalter die Polizei gerufen hat und dann er von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht hat, um mich des Platzes zu verweisen. Und das ist dann so eskaliert, dass die Polizei wirklich mit einem Polizeigriff mich da abführen wollte und in Hattemholm meinen Harten machen wollte. Und dann ging eine kleine Diskussion los. Und ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Abführen und alles andere, was passiert ist. Das mache ich dann morgen irgendwie. Wir haben das alles zusammengeschnitten. Ich habe wirklich ernsthaft mit den Kollegen diskutiert, weil ich wirklich finde, es gibt Sachen, die wirklich von Relevanz sind. Wie zum Beispiel Clankriminalität, Kindesmisshandlung, irgendwelche Querdenker-Demos. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, wo wir uns ernsthaft über Polizeieinsätze reden können. Oder auch über rechtsradikale Chatgruppen in Polizeien, bei Polizeien. Aber das jemanden... Ich will sie wehren, ich bitte nicht. Und das ist einfach too much. Total übertrieben. Wie schon gesagt, die ganze Diskussion wurde natürlich mitgefilmt heutzutage im Social Media Zeitalter. Ich werde euch da mal ein paar Highlights dann irgendwie zusammenstellen, aber total übertrieben vom Veranstalter wirklich. Und ich bin echt auch Team Polizei, man kann nicht immer nur die bashen. Aber einen harten Holm, einen scharfen zu machen, weil man einmal kurz 30 Sekunden ins Publikum gegangen ist, bei einer Inzidenz von 25, zeigt einfach auch, wo wir momentan stehen. Und dass wir wirklich andere Sorgen und andere Probleme eigentlich haben. Mir geht's gut, bin total entspannt irgendwie und sowas halt. Ich habe versucht, inhaltlich zu diskutieren, das wäre tendenziell mit denen nicht möglich gewesen. Aber wir werden das euch aufbereiten und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. In dem Sinne, einen schönen Abend, alles Gute, toi 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 und wir sehen uns bald wieder. Ja, das sagt Oliver Pocher zu diesem Vorfall. Was haltet ihr von dem Vorfall? Schreibt nochmal eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es gut, dass der Veranstalter die Polizei gerufen hat und hier genauso durchgreift wie vielleicht bei einem normalen Mann auf der Querdenker-Demo, weil sich hier jemand nicht an die Corona-Regeln hält? Oder insgesamt findet ihr es viel zu überzogen, wenn man 30 Sekunden ins Publikum springt, sollte man dann direkt die Polizei rufen? Schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.